stellt man sich das vor. Man kommt nach Hause und trifft sofort das Tor. Die Eltern sind da, Familie ist da, umso schöner ist es. Und jetzt ist es umso schöner. JSG Witzenhausen-Hebenshausen gegen Göttingen 05. 13 Minuten sind zu spielen und mit der JSG Witzenhausen-Hebenshausen haben wir den Debütanten mit dabei. Du hast ja gesagt, ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil man sie natürlich nicht so kennt. Wir sind ja hier im Dreiländereck. Genau. Die kommen aus dem Süden, aus dem wunderschönen Hessen. Mal schauen, wie sie sich denn hier so schlagen. Ja, ich hatte auch mal nachgeschaut, ob sie vielleicht hier in der letzten Zeit mal Testspiel gemacht hatten gegen eine Regio-Mannschaft, aber das ist auch nicht passiert. Also ich bin wirklich gespannt, was die Jungs hier heute zeigen. Die wollen ja auch in die Verbandsliga in Hessen aufsteigen. Also ich denke mal, sie werden auch sehr ambitioniert sein. Ja, haben bisher auch nur 9 Gegentore in 10 Spielen bekommen, stellen damit die beste Abwehr bei sich in der Gruppenliga in Kassel. Mal gucken, wie es denn dann heute hier wird. Schauen wir mal drauf. Kader 2005er, 2006er, ein 2007er mit dabei. Ja. War schon die erste brenzlige Situation, aber Torwart war noch dran. Nico Vetter ist das hier vorne mit der Nummer 4. Größentechnisch auf jeden Fall schon mal einer, der hier raussticht. Ja, hier spielen sie es ein bisschen anders, vertrauen wirklich den Keeper als Aufbauspieler und gehen dann wirklich nicht ins Risiko, sondern lieber einen Fänger haben, der auch wirklich mal einen Ball hält. Aber wenn der Keeper ein bisschen Fußball spielen kann, das wünscht sich ja jeder, sehe ich das auch eigentlich nicht problematisch an. Noch so ein bisschen abtasten zwischen den beiden Mannschaften, weil ich glaube 05 kennt auch nicht unbedingt die Qualitäten von den Jungs. Warten auch erstmal ein bisschen ab. Ja, aber Hobrecht, der lauert da schon wieder. Ja, Torjäger will immer ein Tor schießen, will den Ball haben und reinschieben, ne? So ist es. Wenn du so mal auf unsere Regios guckst, du kennst ja nun auch ein bisschen, wo sagst du denn, das ist Kandidat gegebenenfalls für MVP regional. Da könnte man mal ein Auge drauf halten. JP hat vorhin natürlich nach seinen 4 Treffern im ersten Spiel Tom Hobrecht mal ins Gespräch schon gebracht. Ja, Tom Hobrecht ist natürlich, hat eine sensationelle Quote draußen. Hier beim Turnier ist er auch sofort wieder gut reingestartet. Also ihm sollte man natürlich auch auf dem Zettel haben. Und dann gibt es noch so ein, zwei Spieler vielleicht von der JTV 37 Göttingen. Die könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wir werden es beobachten. Also die ersten 3 Minuten sind rum in der Partie. JSG Witzenhausen-Hebenshausen gegen 05. 0:0 bisher. Ja, man sieht schon, es ist ein ganz anderes Spiel auch für 05. Werden auch in der Defensive gefordert. Eben ein guter erster Abschluss für die JSG Witzenhausen-Hebenshausen. Und ja, schönes Duell zum Anfang des Turniers. Ja, gut verteidigt hier. Schön den Ball geblockt. Aber jetzt hier der komplette Reihentausch eigentlich. Da ist gerade Jan Steiger, haben wir vorhin schon angesprochen. Trainer bei 05. Genau, also man probiert wirklich tendenziell eher im Block zu wechseln. Wenn man im Ballbesitz ist, 1:1 Wechsel, wirklich nur im Notfall, wenn es mal sein muss, weil ja die Absprache ist ein bisschen schwieriger. So hat man es als Trainer doch wirklich selbst so ein bisschen in der Hand. Okay, es waren jetzt 2-3 Minuten, weil viel länger ist die Luft auch wirklich da unten auf den grünen Rasen auch nicht da. Und dann wechselt man lieber im Block, bringt 4 frische Kräfte rein. Oder wollte er tricksen? Ja, schöne Aktion. Lukas Müller war das. Ja, Lukas Müller ist ja von der Eintracht Braunschweig wieder zurück zu 05 gekommen. Ich glaube, letzte Saison, ja. Ursprünglich aus dem Altkreis Osterode, auch ein super Spieler. Ja, der Versuch aus der Distanz mal. Aber gut aufgepasst, also die JSG verteidigt hier stark. Ja, also man könnte es schon, so, wenn man so ein bisschen vorausgucken möchte,
ist es vielleicht hier wirklich das Spiel für die Regiomannschaft, wer denn vielleicht am Ende hier in der Gruppe weiterkommt, so wie es gerade aussieht. Stören hier auch wirklich super, pressen nach vorne und Göttingen 05 eben natürlich mit der Hacke beste Torchance gehabt, aber bis jetzt, muss ich sagen, machen die Jungs das auch wirklich gut hinten. Jetzt haben wir 05 hat ja das Auftaktspiel, sehr, sehr temporeich, sehr intensiv. Ja. Ist das ein Faktor, der hier mit reinspielt? Weil da waren zwei Spiele dazwischen, aber hast du das noch mit den Knochen oder ist eher, dass man nach so einem Torfestival dann die Euphorie mitnimmt? Ja, also man probiert es natürlich als Trainer so zu verkaufen, ja super, nur ein Spiel Pause, erstes Spiel 8-1 gewonnen und so sagt man vielleicht, wenn man das erste Spiel verliert und nur ein Spiel Pause hat, dann ist es vielleicht doch nochmal ein bisschen anders in den Knochen oder man kann es ein bisschen negativer sehen, aber denk mal, Göttingen 05 von den Fitnesswerten her, die können das ohne Probleme spielen. Und es war ja auch gerade Turnierstart. Also mit 8-1 ist man ja auch ein bisschen eher beflügelt. Aber man sieht, 05 hat Probleme, wirklich die Lücke zu finden. Ganz oft der Abschluss aus der zweiten Reihe vom Feldspieler-Keeper. Finden gerade noch nicht den offenen Mann oder den freien Mann. Und wann stehen hier ein paar schöne Aktionen, wo wir es wieder sehen, gerade den Keeper von 05. Ja. Also bisher absolute ausgeglichene Partie, würde ich behaupten. Ja, super spannende Partie. Wie gesagt, der große Abschluss fehlt. Man hat das Gefühl, die Mannschaft, die das erste Tor schießt hier, könnte zu 70-80% ja auch wirklich als Sieger vom Platz gehen. Ja, die JSG spielt es aber auch souverän. Jetzt schön ruhig, ruhiger Spielaufbau. Ah, jetzt vielleicht jetzt die Chance. Jetzt haben wir es angesprochen. Gut. Oh, da ist er drin. Unglücklich. 0-5 geht in Führung. Nach knapp 7 Minuten. Ja, leider ein bisschen unglücklich. Gerade gelobt den ruhigen Spielaufbau und dann... ist ja bei dem Spielaufbau weg und das ist ja äußerst unglücklich, wie er den Ball ins eigene Tor schießt. Aber jeder weiß, wer in so einer Situation schon mal hier gewesen ist. Man muss hingehen, sonst steht der Stürmer da. Maximales Pech. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er am Ball überhaupt dran war oder einfach durchgerutscht ist. Na gut, vielleicht tut es dem Spiel gut, was die Geschwindigkeit angeht. Mal gucken, wie die Hessen jetzt hier reagieren. Genau, es sind ja eigentlich auch in der Vorrunde schon alles oder nichts Spiele für dich als Regiomannschaft. Du weißt, die Zwischenrunde wird wahrscheinlich über 0-5 gehen. Also musst du ja auch eigentlich was holen. Auch wenn es nur ein Unentschieden ist. Dafür bleiben Ihnen noch knapp 5 Minuten. Boah, schön. Schöne Aktion. Jetzt Kontermöglichkeit. In den Rücken gespielt. Aber Chance noch nicht vorbei. Oh, gute Aktion vom Keeper. Stark gehalten. Ja, das Spiel wird jetzt ein bisschen wilder, weil JSG natürlich muss. 05 bekommt Freiräume und sieht man doch die Qualität, wenn sie den Raum bekommen, dass es auch sofort bestraft wird. Jano Wellnitz war das. Zweiter Treffer für ihn. Zweiter Treffer für 05 hier in der Partie. Ja, 0-5 voll auf Kurs. Jetzt mit dem 2-0. Aber auch gleich ganz anderes Spiel. Viel mehr Aggressivität drin. 0-5 sitzt nach, hat sich den Ball in dem Moment erobert. Lassen jetzt die JSG gar nicht erst kommen, sondern gehen schon in der eigenen Hälfte drauf. Hier sehen wir es nochmal. Guck mal, super nachgesetzt. Ja. Ball erobert. Ja, super Abschluss. Keeper gut ausgeguckt. Hätte man sogar vielleicht noch rüberlegen können, aber wenn er bei drin ist, fragt keiner mehr nach. Ja. Ja, jetzt wird es wirklich schwierig für die JSG. Jetzt müsste relativ schnell ein Anschlusstreffer her, um eventuell noch was mitzunehmen. Aber spielerisch hat jetzt 05 wirklich alles in der Hand. Viele lange Bälle von der JSG im Spielaufbau. Ja, spielt 05 auch noch ein bisschen sicherer,
eben gar nicht auf Feldspieler, Keeper gewechselt. Sondern die wollen zu Null bleiben, wollen das Ding hier mitnehmen. Genau. Oh. Ja, da hat er gelauert. Ja, schade. Das ist der Wechsel. Jetzt vielleicht nochmal Konter gelegen, aber gut aufgepasst von 0-5. Ja, gutes Umschaltverhalten. So welche Situationen tun natürlich weh, wenn man im letzten Drittel den Ball verliert. Aber wirklich gut umgeschaltet, gut den Zweikampf geholt, sodass man sich wieder positionieren konnte in der Defensive. Ja, und nächste Gelegenheit, Überzahl. Aber gut aufgepasst von der JSG. Ja, jetzt, wenn es die JSG ein bisschen schneller spielt, dann wäre das eventuell der Anschlusstreffer gewesen. 3-1 haben sie nicht so gut ausgespielt. Schade, weil Göttingen hat die Umschaltsituation davor auch nicht gut ausgespielt. Hätte eigentlich das 2-1 nominell sein können. Ah, das waren jetzt ein paar schnelle Aktionen. Hätte man vielleicht eher doch nochmal gucken können. Mitspielerstand gut teilweise. Ja, also hier muss man wirklich sauber den Ball ausspielen, wirklich Tempo in Aktion behalten. Und wenn man Überzahl wie eben 3-1 hat, muss man es einfach zu Ende spielen und daraus ein Tor machen. Gleich wird es ja nochmal laut. Die letzte Minute hier immer nochmal mit Untermalung, mit Musik. Dann geht der Puls doch mal richtig nach oben. Ja. Mal schauen, ja, was hier das geht. Kommt auch nochmal zurück, hat jetzt mehrere gute Aktionen. Oh, und es gibt 9 Meter. War er wirklich schon drin? Ja. Erster 9 Meter jetzt hier im Turnier mit dem obligatorischen Turniersound. Ja, sicher verwandelt. Aaron Bretthauer ist das, verkürzt auf 1-2 und es bleibt laut. 60 Sekunden jetzt noch in der Partie JSG gegen 0-5. 1-2. Was kann die JSG machen? Oder fährt 0-5 das Ding nach Hause? Eigentlich müssten sie jetzt schon wirklich aktiv pressen, wirklich alles oder nichts spielen. Ob man nun das Dritte bekommt oder 2-2 spielt, ist letztendlich egal. Weil so bleibt jetzt 0-5 im Ballbesitz durch die Aktion vom Keeper. Gute Parade gewesen. Ja, Zeit läuft weg. Ja, da denkt man vielleicht nach dem Spiel noch als Spieler zurück. Schade, warum haben wir nicht diese 3-1-Situation ausgespielt? Wäre dann 9 Meter der Ausgleich gewesen. Ja, gut geholt. Jetzt die Möglichkeit vielleicht nochmal. Oh. Der Langball auch. Ja. Gut gemacht. Schade, dass er nicht drin ist. Gut den Ball erobert. Guter Abschluss gewesen. Vielleicht kriegen sie noch eine Chance. Oh, gut vom Keeper reagiert. Wenn er jetzt den Abschluss nimmt. Nein. Nein, das war's. JSG Witzenhausen, Hebenshausen gegen 0-5. 1-2. Spannende Partie. Hättet euch auch unentschieden verdient gehabt. War wirklich toll.